Hallo, da bin ich wieder, Uwe. Heute habe ich mir selber vor ein paar Tagen ein kleines Geschenk gemacht. Bei so einem Preis konnte ich leider nicht Nein sagen. Und zwar geht es um ein Rotwild. Das ist die Produktreihe der Jagdmesser von der Firma Otter aus Solingen. Und habe ich diesen Karton bekommen. Das ist also die Produktreihe Rotwild. Ich habe vor einigen Wochen hatte ich mal aus eben dieser Produktreihe das kleinere Messer mit der Holsterscheide, das Sperber, vorgestellt. Und dieses Sperber ist im Prinzip genauso wie das, was ich jetzt bekommen habe, nur ist dieses halt eine Nummer größer. Und ich habe es bestellt bei der Firma Seitz in Kreuznach. Kreuznach. Und da habe ich einen unwiderstehlichen Preis von 159,20 € inklusive Lieferung allem bezahlt. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Bisher, ich hatte schon öfters mal damit geliebäugelt, weil ist ja halt ein schönes Messer, aber der Preis, mit dem konnte ich nicht ganz so liebäugeln, aber jetzt konnte ich halt nicht Nein sagen. So, das ist das Messer, ebenfalls Rotwild, steht hier drauf. Die Art ist genauso wie das Sperber, nur halt eine ganze Ecke größer, schwerer und ja, mehr auch nicht. Die Klingenform ist ähnlich. Wenn man das mal so vielleicht nebeneinander hält, dann sieht man das. Die Klingenform ist ähnlich. Und der Klingenstahl ist mal wieder der Bökerstahl N690, was ja bekannterweise so circa 59 bis 60 an Härte einherbringt. Und bei enormer Schnitthaltigkeit, Schnittfreudigkeit und keine Gefahr von irgendwelchen Mikrochipping-Ausbrüchen an der Schneide. Also 690er Stahl, aber auch der ähnlich dem 440C Stahl, 695er, der gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein absolut rostfreier Stahl, bei dem braucht man sich wirklich um nichts eigentlich zu kümmern. Ab und zu mal nachgeschliffen, aber recht selten halt. Und das Messer wird einem lange Freude bereiten. Ich halte das noch mal kurz vor die Kamera, da kommen natürlich noch ein paar Fotos wieder extra dabei. Die Art und Weise hier, hinten das hervorstehende Ende, ebenfalls mit Jimping um. Ich habe einen kleinen Unfall gehabt und man kann es halt auch so sehr gut halten, genauso wie der kleine Sperber. Und damit halt eben, weil es ein Jagdmesser ist, zum Beispiel zum Aufbrechen und halt allgemein für die Jagd benutzen. Das ist also kein ausgewiesenes Bushcraft-Messer oder Survival-Messer. Die sind halt eben, die haben ein paar andere Prioritäten als dieses Messer. Mit sehr feinen Kanten, Schliffen dabei, sehr feine Oberfläche, trotzdem aber unwahrscheinlich griffig in der Hand. Absolut, also das ist ein richtiger, absoluter Handschmeichler. Hinten, hier sind auch so Layer eingelegt, diese hier. Das ist eine absolut feine Oberfläche, da merkt man also definitiv kein Haken irgendwo oder irgendwelche Übergänge, da merkt man nichts. Das ist halt G10 und sehr, ja, handmäßig sehr gut geschliffen alles und liegt wunderbar in der Hand. Zu den Maßen komme ich gleich. Das geht jetzt erst einmal um das Messer selbst. Hier ist oben noch ein kleines Jimping oben drin. Das ist auch nicht so jeder der Freund von, aber bei Jagdmessern selber, wo man halt auch schon mal mit dem Daumen richtigen Druck ausüben muss beim Schneiden oder beim Aufhebeln und Kniepen, ist das eigentlich eine gute Lösung. Diese Jimping ist nicht sehr aggressiv, es geht also. Man braucht da nicht unbedingt Handschuhe für tragen, aber wenn man vielleicht gerade so beim Wildaufbrechen ist, dann ist das vielleicht auch recht angenehm. Man rutscht halt da nicht mehr so leicht ab, wenn alles so ein bisschen verschmiert ist. Gut. Die Griffschalen selber sind wieder verschraubt, allerdings mit recht speziellen Schrauben, die man nicht mal eben so lösen kann oder auch lösen soll. Da ist überhaupt kein Grat zwischendrin und auch kein Abstand. Also da sollte auch nichts reinkommen, was irgendwie durch Öffnen gereinigt werden müsste. Insgesamt ein sehr schönes Messer mit einer unwahrscheinlich feinen und angenehmen Haptik. Zu den Maßen komme ich dann gleich. So, dazu kommt dann diese Messerscheide.
Diese Messerscheide selber ist halt im absolut klassischen Stil, die Messerscheide reinstecken und schließen. Ganz einfach. Man kann es natürlich auflassen, man kann wohl auch das hier ein bisschen verdrehen, kann man auch machen, oder auch dahinter stecken, wenn es dann am Gürtel hängt, damit es nicht im Weg ist, das geht auch. Und damit das Messer auch sehr schnell gut griffbereit ist, ohne, wenn man zum Beispiel dreckige Hände hat, ohne großartig die Messerscheide selber zu versauen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, gerade im Bereich des Jagens, dass man eben halt auch mit dreckigen oder schmierigen Fingern das Messer ohne große Versauung der Scheide rausnehmen kann. Hier vorne ist noch dieser Druckknopf. Der sieht auch sehr edel aus. Das ist recht dickes Leder, aber trotzdem weich und geschmeidig. Hier ist kein Ablaufloch drin, wie man sieht. Das heißt, wenn da Dreck reinkommt, dann ist man halt beschäftigt, um das da rauszuholen. Das ist so in meinen Augen so ein kleines Manko. Das hätte ich gerne gesehen. Da hätte man nur ein bisschen das Leder hier unten kürzer schneiden müssen, dieses Inlet. Und dann hätte man ja schon ein Loch gehabt. Wäre vielleicht eine gute Variante für die Zukunft. So, an Gürtel selber, wie man hier sieht, da bekommen auch kleinere Kinder vielleicht auf jeden Fall den ganzen Arm rein. Also da ist auf jeden Fall keine Restriktion, was die Gürtelbreite anbelangt. Insgesamt eine sehr schön gut verarbeitete Scheide. Noch mit dem Logo hier Rotwild drauf, Made in Germany. Sehr schön. Und ja, Leder. Gut, wir kommen jetzt nochmal zu dem Messer selber. Ich messe mal die Gesamtlänge. Gesamtlänge kommen wir auf 24,5 cm. Wobei die Klinge an sich 12,2 beträgt. Also das noch innerhalb des Paragraph 42a. Durchaus konform zu tragen, dieses Messer. Wir haben eine Klingenstärke von 4,7. Das ist natürlich ein sehr, sehr anständiger Wert. 4,7 mm. Das ist sehr kräftig, sehr stabil, das Messer. Es liegt auch sehr gut in der Hand. Das hat insgesamt ein Gewicht von 285 Gramm. Und diese 285 Gramm betragen circa das Doppelte von dem kleinen Sperber. Sperber, der kleine Vogel, 145 Gramm zu 285 Gramm. Wie man sieht, circa das Doppelte. Es liegt auch dementsprechend wertiger in der Hand. Also gewichtsmäßig wertiger. Griff ist ein wenig länger geworden, minimal. Und ja, G10 Griffschalen und der Stahl. Die insgesamte Kombination ist für diesen Preis, den ich da bezahlt habe, absolut ein wertiges Objekt. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu mängeln oder rumzuquäkeln. Das ist ein ganz feines Messer. Aber wie gesagt, noch einmal, es ist ein Jagdmesser, was eben halt für jagdliche Dinge genutzt werden soll, präferiert, und nicht für irgendwelche Bushcraft und brutalen anderen Angelegenheiten. Trotz alledem wird das Messer natürlich gleich im Außenbereich wie üblich getestet. Jedoch weiß ich jetzt schon, dass hier diese Kante, die unwahrscheinlich fein gemacht wurde und sehr stark gefasst ist, dass die natürlich zum Feuerstahl anreißen nicht viel bringen wird. Das ist ganz klar. Aber auch nicht, um damit irgendwie Kienspan oder anderes Holz irgendwie abzuschaben bzw. abzuhobeln. Dafür ist das Messer nicht gebaut, nicht gedacht. Wenn natürlich dieses Messer als sein absolut ultimatives Messer ebenfalls für Bushcraft umbauen möchte letztendlich, der kann und möge einfach nur die obere Kante noch einmal überschleifen auf dem Bandschleifer. Dadurch bekommt er natürlich dann diesen kleinen, diese Phase hier weg und hat dann natürlich nicht dann eine wesentlich bessere Kante, um damit Feuerstahl anzureißen oder halt, um damit Holz abzuhobeln. Das ist vielleicht noch eine Alternative, weil das Messer an sich selber liegt sehr gut in der Hand. Man sieht auch, dass es nicht unbedingt gerade durchgeht, sondern dass es die ab dem Griff halt die Schneide im leichten Winkel nach unten geht. Das ist halt der Sache eines Jagdmessers geschuldet, um eben halt wild damit aufzubrechen und aufzuhebeln. Das soll dann den Schnitt selber ein wenig verbessern.
als bei einem geraden Messer. Und die Ergonomie für die Hand soll es ebenfalls verbessern. Also insgesamt ein wirklich sehr schönes Messer, was ich auf jeden Fall so, auch aufgrund der gesamten Verarbeitung, die da dran so stattgefunden hat, ebenfalls noch eine große Öse für ein Lanyard, beziehungsweise als Ziehhilfe oder als Griffunterstützung, so als Schlaufe gedacht, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall wunderbar gearbeitet und da sind keine hervorstehende Grate oder harten Kanten dran. Insgesamt wirklich ein Handschmeichler. Das ist natürlich in der Kombination mit dieser Scheide eine absolut gute Kombination und absolut wertig und sehr gut verarbeitet. Gut, das waren jetzt soweit die Werte und der Eindruck, also mein Eindruck für dieses Messer. Ich habe jetzt mal gedacht, ich kann natürlich Papier schneiden, aber ein Messer, was out of the box aus so einem Stahl kommt, dem traue ich schon zu, dass es also Papier ohne weiteres schneiden kann. Kann es ja mal eben machen, aber ich denke, da ist ja ein... Es reicht. Ich denke, es hat gut genug bewiesen, dass es definitiv Papier schneiden kann. Und da es ein Jagdmesser ist, habe ich mir gedacht, werde ich heute mal meine Hirschwurst, die ist frisch von einer Bekannten aus Fronten, aus einer Metzgerei des Vertrauens gekommen, so eine Dorfmetzgerei in Fronten selber. Und da habe ich gedacht, da schneide ich jetzt einfach mal Wurst und dann schauen wir mal, ob die Wurst ohne Schneiden, ja, schöne dünne Scheiben, das ist so eine Art Salami, aber wesentlich feiner vom Geschmack her und ist eben halt hauptsächlich aus Hirschfleisch oder nur aus Hirsch. Sehr lecker, sehr bekömmlich. Das Messer hat auf jeden Fall den Praxistest Wurstschneiden bestanden und Papierschneiden ebenfalls. Insgesamt ein sehr schönes Messer mit einer sehr angenehmen Haptik und auch Gewichtsverteilung, Griff zur Klinge selber. 42A konform durch die Länge, sehr stabiler, dicker Rücken, hohes Gewicht natürlich, klar, 285 Gramm sind nicht gerade für Kleinigkeiten gedacht, aber ich denke, das Messer ist ein gutes, das bringt mich ein großes Stückchen weiter. Und das wird sich dann auch gut in meiner Vitrine, aber auch genauso gut am Gürtel, wird sich das gut machen. Ich werde dann auch so ein, zwei Bilder von meinen neuen Vitrinen, ich habe jetzt vier neue Vitrinen endlich mit Beleuchtung und allem, wo meine hauptsächlich Messer drin sind. Ich habe noch ein paar andere in einer anderen Vitrine, aber das ist so halt der eigene Raum nur für Messer. Gut, dann bedanke ich mich jetzt hier erstmal. Wir sehen uns gleich im Außenbereich zum Außentest. Bis dann, bleibt dran. So, jetzt sind wir wieder im Außenbereich. Jetzt werden wir natürlich zuerst mal versuchen, mal wieder ein Feuerchen zu machen und natürlich ein wenig Kienspan abzuhobeln mit diesem Ottermesser. Einmal die Schneide. Sehr schön. Das macht Spaß. Und das Gute ist daran, dass hier oben für den Daumen die Auflagefläche hier oben sehr schön ist. Nicht irgendwie noch angespitzt, angeschärft oder sonst irgendwas. Und man deswegen gerade im vorderen Bereich der Klinge, aber natürlich auch im hinteren Bereich, aber ich nutze da meistens den vorderen Bereich, dass man da hervorragend kleine Löckchen abbekommt. Ganz fein. So, ich muss aufhören sonst. So, jetzt versuchen wir natürlich auch mal mit dem Messer rücken, aber ich denke, das wird nicht gehen. Nein, das funktioniert nicht. In diesem Bereich vielleicht. Ja, ich bekomme da ein wenig, ich sag mal, Mehl runter, aber nichts Besonderes. Ist natürlich dazu auch zu sagen, so Kienspan durch diesen Harzanteil, das ist natürlich auch eine gewisse schmierende Funktion dieses Harz. Das macht die Sache natürlich dann auch nicht gerade leichter. Ich versuche es mal mit dem Ende, obwohl ich da nicht so drauf stehe, wegen dem Ende und der Klinge hier so in der Hand. Theoretisch geht es, aber in der Praxis würde ich sagen, das ist nun mal kein Survival-Messer, wer natürlich da eins raus machen will.
Es ist ja auch kein Verschandeln, es ist ja nur eine Art von Modifikation. Der kann natürlich ohne Probleme diesen vorderen Bereich ab diesem Jimping oben noch einmal ein bisschen nachziehen an dem Schleifer. Und dadurch würde natürlich dann oben die Kante schärfer werden. Aber ich weiß nicht. Man kann es auch mit einem Taschenmesserchen machen. Man hat sowieso eigentlich nicht nur dieses eine Messer dabei, sondern meistens auch noch ein kleines Taschenmesser, vielleicht ein Schweizer Messer. Und da wissen wir ja auch zum Beispiel auch von vielen, vielen Videos, dass es da natürlich mit dem Säge, also mit der Holzsäge und davon dem Rücken hervorragend geht, weil er sehr, sehr scharfkantig ist. Also ich weiß nicht. Also ich denke, das Messer wird nicht unbedingt ein Bushcraft-Messer sein, um damit wirklich alles Mögliche zu machen, was man auch mit anderen Bushcraft-Messern normalerweise macht. Das ist halt ein bisschen feiner, sage ich mal, ist halt ein Jagdmesser. Aber dafür ist es hervorragend geeignet. Aber gut, wir können ja auch dieses, können wir natürlich auch mit der Schneide vorne machen. Diese kleinen Löckchen kann man natürlich hervorragend machen. Das macht Spaß, das ist gut. Ob es natürlich jetzt für den Feuerstahl funktioniert, ich denke nicht. Aber wie üblich werden wir es ausprobieren. Nein. Mit dem Jimping. Ja, das geht. Das geht. Okay. Nicht besonders gut. Man muss relativ fest aufdrücken, aber immerhin, es funktioniert. Das geht ganz gut. Ist natürlich, diese Jimping ist natürlich für solche Arbeiten im vorderen Bereich einerseits schön, weil man damit sehr gut arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist das genau natürlich dieser Bereich, den ich für einen Feuerstahl normalerweise nutze, weil hier vorne natürlich auch der Druck wesentlich besser ist als im vorderen Bereich. Aber gut, sei es drum, es hat funktioniert. Auf jeden Fall natürlich nicht super besonders, weil das Messer einfach, ja, einfach zu schön ist für so eine Aufgabe und nicht scharfkantig genug. So, dann werden wir jetzt einmal das Weitere, nämlich, holen wir meine Hölzer ran, wir werden einmal batonieren, aber das ist natürlich eine Sache, die für das Messer normalerweise nicht gedacht ist, aber wie es so schön heißt, wenn es das nicht kann, dann soll es zumindest bei mir kein Messer werden. Gut, das funktioniert natürlich hervorragend. Wir werden auch das probieren, ob das Griffende, das Stück, ob das auch, ja. Gut. Das geht. So. Hacken. Das Hacken geht relativ einfach, weil hier ja auch hinten durch die Griff- und Formgebung hier hinten ein schöner Ansatz ist, dass das Messer nicht aus der Hand flutschen kann. Das ist immer sehr wichtig bei solchen Arbeiten. Sicherlich kann man natürlich auch hier mit einem Lanyard bzw. mit einem Lanyard nach vorne gezogen, dass das Messer besser in der Hand liegt, dauerhafter. Aber ich bevorzuge es auf diese Art und Weise. Ja, also generelle Schnitzaufgaben gehen damit auf jeden Fall. Kein Problem. Ich kann damit auch Heringe basteln. Das funktioniert. So. Das wäre jetzt dieser Test gewesen. Wir werden natürlich jetzt gleich auch noch wieder den Schnitttest machen, nachdem wir das Messer benutzt haben. Aber gerade der Stahl 96er, ich denke, das kann man sich eigentlich schenken, aber der Vollständigkeit halber mache ich es trotzdem. So, dann brauche ich natürlich mein Papier. Gut, wie es zu erwarten war, ganz klar funktioniert es. Also ich habe dieses Messer
Naja, es ist nicht unbedingt das Vitrinstückchen, aber auch nicht unbedingt das Bushcraft-Messer. Aber darauf kommt es ja auch nicht unbedingt immer nur an. Es gibt ja auch noch Dinge, die dazwischen liegen. Und das ist auf jeden Fall ein Messer, was man gerne dabei hat, wenn man irgendwie wandert oder sich auch nur mal ohne Übernachtung irgendwo und ohne irgendwelche Survival-Skills irgendwo in die Büsche aufmacht. Das Messer kann ich auf jeden Fall empfehlen, zumal es für diesen Preis, für diesen Schnapperpreis einfach unwiderstehlich ist. Bedanke mich bei euch. Tschüss und bleibt gesund.